Hi Leute und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Blood Omen 1. Ich habe jetzt nicht im Internet nachgeguckt zur Info. Ich habe jetzt einfach ein bisschen rumprobiert und der erste Versuch war sogar sofort richtig. Ich habe jetzt einfach Folgendes getan. Ich habe alle Schalter nochmal deaktiviert. Und ihr seht, einen habe ich halt auch deaktiviert gelassen, weil gerade eben schon die Tür jetzt aufgegangen ist. Ich habe halt zuerst wirklich den aktiviert mit dem einen toten Schädel drauf, dann den hier rechts mit den zwei toten Schädeln und dann den mit dem drei toten Schädeln. Und schon machte es... ne? Achso, ich kann ja jetzt gar nicht ein Schutzschild auswählen, wenn ich den Soul Reaver schon gezückt habe. Hatte ich vergessen. Nee, nee. Das will ich ja schon haben, ne? Um hier eben nochmal unbeschadet durchzukommen. Ich habe diesen Hinweis damals anscheinend einfach nicht gesehen. Also ich bin hier damals, wo ich es zum letzten Mal durchgespielt habe, so für mich echt verzweifelt. Der letzte Schalter ist anscheinend echt nur dann dafür, für den Secret-Raum halt. So, jetzt bin ich gespannt. Ist hier schon William? Wie gut, dass ich die Chaos-Rüstung anhab, du. Mein lieber Herr Gesangverein. Okay, Lichter sind doch aus. Ich gehe schon. Noch ein Speicherpunkt. Dann wird jetzt gleich auf jeden Fall hier der Bosskampf gegen William den Gerechten sein. Das freut mich. So, den Speicherpunkt wollte ich ja erhalten lassen. Dann mache ich jetzt mal hier drauf. Das klingt auch komisch, ne? Ich mache jetzt mal hier drauf, als ob ich ein Häufchen machen würde, ey. Ach du Scheiße. Naja, ihr wisst ja, wie es gemeint ist, ne? Also von daher, was soll's. Passt. So, dann mal auf zu William. Und jetzt rüste ich aber mal wirklich den Soul Reaver hier aus. Achso, ja. Danke. Und dann kann er jetzt mal sein blaues Wunder erleben. Er wird keine Chance haben gegen mich. Auch wenn er auch den Soul Reaver hat, das ist scheißegal. Ich bin der Beste. Ach ja, der Vampir. Möbius hat mir gesagt, du würdest kommen. Oh. The heart of darkness. Okay, William ist wirklich sehr stark. Hätte ich ihm gar nicht zugetraut. Der Kerl hat mich schon wieder getötet. The heart of darkness. Ich habe dann gleich keine Herzen mehr, wenn das so weitergeht. Warte mal. Ich sterb hier. The heart of darkness. Also Leute, es hilft nichts. Ich muss dann wohl mal eben cheaten. Wo ist der Zettel? 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 Hilfe! Hilfe! Ich habe keine Zeit zum Cheaten. Scheiße! Ey, der braucht echt nur einen Treffer zu landen. Und schon bin ich kaputt. Oh. Scheiße. Fick dich, William. Ich hasse dich. Ah. Stopp. Ich brauche eine Pause. Ich schütze mich jetzt hier erstmal. So, andere Waffe auswählen. Und dann mal schauen hier. Ich hab keine Magie, ich hab keine Magie. La 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 la.
Fang mich doch. Ich will weg. Ich will weg. William macht mir Angst. Der ist zu gruselig für mich. Ich brauche diesen blöden Schutzschild. Magische Energie, würdest du bitte dich ein wenig schneller auffüllen? Fuck you. Ah. So. Hey, Victor! Hey, Victor! Hey, Victor! Scheiße. Fuck you. Oh nein. Das wollte ich verhindern. The Heart of Darkness. Okay. Wo bist du? Da bist du, okay. Gut, ich muss noch mal kurz ein bisschen mit dir fangen spielen, aber... Ja. Okay, ich wollte einfach nur ein bisschen halt auf dich einkloppen. Dieser Plan klappt definitiv nicht. Ah, sehr schön. Hey, Victor! Hey, Victor! Hey, Victor! Hey, Victor! Als seine Wache ihn retten wollte, hatte Wilhelms Blut meine Kraft schon wiederhergestellt. Das Leben ersetzt, das sein Schwert mir genommen hatte. Die jämmerlichen Toren kamen, ihren gefallenen Herrscher zu retten. Und nun zum Vergnügen. Ja. Armer William. Es tut mir leid, aber es musste sein. Zum Wohle der Menschheit. Zum Wohle ganz Nosgoths. Der Soul Reaver ist zerbrochen. Also sein Soul Reaver zumindest, wie man deutlich sehen kann. Hm. Aber vor allem, wie kann er das sagen? So von wem, dass er sich an Williams Blut schon was da genommen hat. Stimmt doch gar nicht. Wie soll das denn geklappt haben? Oh. Und hier ist wieder das Zeitstromgerät. Ich kann zurück in meine Zeit. Ein Zeitflussgerät. Seltsam. Bei solchen Zufällen wage ich von Schicksal zu sprechen. Hm. Okay. Wir sind wieder zurück. Das Ende des Spiels naht. Durch den Tod Wilhelms des Gerechten wurde Möbius' Plan durchkreuzt. Damit ist sein Bauer nicht mehr im Spiel. Hm. Sehr richtig, Kain. So, jetzt kann ich nochmal speichern, was sehr gut ist. Denn diesen Speicherstand werde ich brauchen. Ich glaube, das Spiel ist jetzt gleich zu Ende. Also, ich weiß es nicht mit Sicherheit, aber ich bin mir ziemlich sicher eigentlich. So, welchen Spielstand überschreibe ich jetzt mal? Ich möchte am liebsten gar keinen überschreiben, wenn ich ganz ehrlich bin. Ich werde jetzt auf einem leeren Slot speichern, einfach nur zur Sicherheit, damit ich hier wirklich nichts Falsches mache. Weil wenn hier wirklich so ein Bug jetzt sein sollte auf dieser Memory Card, was ich aber nicht hoffe und auch nicht glaube, weil die Memory Card ist eigentlich einwandfrei und das Spiel funktioniert eigentlich auch. Ne, also naja. Aber trotzdem. Damit ich auf jeden Fall das auch hinterher alles so nutzen kann, wie ich möchte und sowas, ne. Muss ja schon so sein. Das funktioniert bei Geistern ja nicht. Stimmt ja. Hatte ich vergessen. Mist. Jetzt muss ich den ganzen Weg durch diese Scheißfestung zurücklaufen. Ernsthaft. Hm.
Hä? Wer bist du denn? Ehrlich? Wer war das? Gibt's jetzt noch irgendwelche Secrets, jetzt wo ich ja in der richtigen Zeit hier bin, sag ich mal? Ich meine, Fallen sind hier definitiv jetzt nicht mehr eingebaut. Sehe ich ja. Ich wechsle dann nochmal eben zur Keule, würde ich sagen. Ganz einfach, weil ich es kann. Und um ein bisschen Blut mir auch zurückzuholen. Weil ich versuche hier möglichst nicht zu cheaten, bei William war es jetzt nur einfach nötig. Die Tür unten ist zu. Wenn ich den Schalter jetzt aktiviere... Das ist ein Kerl einfach nur mit einer Fackel. Was hat der Typ gegen mich? Ich habe ihm doch nichts getan. Ihm nicht. Mal sehen. Jetzt müsste ja die Tür eigentlich wieder offen sein. Kann ich jetzt hier rein? Ja, kann ich. Ist hier jetzt was Neues drin? Oh ja, oh ja. Wie schön. Aber es machte nicht Klick, Klick für ein Secret. Schade, aber das ist ja echt geil. Babe Victor! Alter, wie viele sind hier? Babe Victor! Oh, das ist echt schön, dass ich hier jetzt nochmal so viele Secrets finden konnte. Sehr gut, kann ich mich hier wieder mal ein bisschen auffüllen. Ja, gerne. Gerne, gerne, gerne. Kommt alle zu mir. Na, willst du mich auch noch verkloppen? Ja, nur zwei Schläge mit deiner komischen Fackel und du bist tot. Was? Warum komme ich jetzt hier nicht wieder raus? Ach so. Wegen dem Schalter, weil ich den nicht betätigt habe. Alles gut. Wollte schon gerade sagen, so von wegen, ey, was soll das denn jetzt hier? Oh. Wer ist das denn? Das war ein Mann, ich hatte das erst im Moment für eine Frau gehalten. Sehr schön. Sehr schön, sehr schön. Genau, danke schön. Hoch oder runter? Ne, ich muss hier runter, ne? Obwohl es eigentlich egal ist. Ich muss ja jetzt durch die Keller zurück, ne? Ja. Bäh. Ist aber auch recht... Ey, dass ich jetzt hier nochmal so ein... Schalterrätsel praktisch machen muss, finde ich jetzt echt zum Kotzen, aber ganz ehrlich, Spiel. Aber ich kann nochmal zurück. Vielleicht kann ich ja durch den anderen Weg leichter raus. Weil, was soll das, ganz ehrlich. Ich meine, okay, das war jetzt das leichte Schalterrätsel, das waren ja die drei Schalter und fertig ist, aber trotzdem. Oh, ich habe keinen Bock auf euch, ey.
Ihr sterbt doch sowieso nur, wenn ich euch mich mit euch einlasse. Das wisst ihr doch. Also von daher, was soll das? Verpisst euch. Obwohl, so muss ich durch diese... Obwohl, ich kann, glaube ich, so gar nicht zurück, oder? Ich habe keine Ahnung. Obwohl, ausprobieren schadet nicht. Na, werde ich es jemals schaffen, diesen Keller zu verlassen. Hallo. Dankeschön. Haha. Das Gute ist ja, dass hier jetzt eigentlich keine Fallen mehr sind. Wenn überhaupt, dann nur Gegner. Ich habe nichts gesagt. Oh, hier ist eine Tür. Hallo. Das scheint mir definitiv ein Secret zu sein. Hatte ich nie gefunden. Hat super funktioniert, der Plan. Stacheln sind noch gefährlicher, als sie aussehen. Hä? Was? Ach so, das kleine Ding, ey. Schon gerade sagen, kann ich mit ihm jetzt nicht den Teleporter betreten oder was? Ach so, dann komme ich hier zurück, dann bin ich direkt vor der Burg. Ja, okay, aber da muss ich ja mit Kain irgendwie hinkommen. Ich frage mich nur, wie. Ich kann doch hier jetzt nicht hexen. Was um alles in der Welt soll ich hier machen jetzt? Ich beherrsche dich jetzt nochmal, aber hier ist ja auch kein Schalter und kein gar nichts. Nee, nee, so geht das nicht. Ich versuche mal drüber zu springen, aber es wird sowieso nicht klappen. Der wird nicht springen wollen. Sag ich ja, Kain will nicht springen. Nee, das bringt nichts. Ist doch scheiße. Wie soll ich das denn bitte schön machen? Das ist voll fies, einfach nur. Ganz ehrlich. Oh, dieses scheiß kleine Ding, ey. Meine Güte. Aber vielleicht ist ja alles halb so wild. Ich muss einfach nur mal hier irgendwie noch einen Schalter irgendwo drücken oder sowas. Naja, gut, Leute. Aber ich beende dann hier erstmal den Part. Und wir sehen uns hier dann im nächsten Part dann gleich wieder und werden hoffentlich diese verdammte Burg endlich mal verlassen können. Also bis zum nächsten Part, Leute. Bye, bye.